Willkommen zurück bei ORF 3 aktuell. Die Diskussion im Politik Live von gestern Abend haben wir da gesehen. Und wie es in Österreich im Juni mit Lockerungen weitergeht, darüber will die Bundesregierung heute informieren. Für 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt, die wir Ihnen dann live hier in ORF 3 aktuell zeigen. Vor dem Bundeskanzleramt ist jetzt schon mein Kollege Matthias Westhoff. Hallo Matthias. Die Regierung und die Länder beraten in diesen Momenten, welche Details werden denn da jetzt noch ausverhandelt? Wir wissen schon, dass es ab 10. Juni weitere Öffnungsschritte geben wird. Und gerade in der Gastronomie, glaube ich, kann man ziemlich freudvoll auf die Pressekonferenz blicken. Denn so wie es aussieht, wird die Sperrstunde ausgedehnt von 22 Uhr auf 24 Uhr. Es dürfen doppelt so viele Personen wie derzeit an einem Tisch im Innenraum sitzen, also 8. Und auch die Abstandsregeln dürften verringert werden. Es gibt auch Erleichterungen in anderen Bereichen, Kultur, Sport, Freizeiteinrichtungen. Da soll die Quadratmeterbeschränkung reduziert werden, halbiert werden. Das heißt mehr Auslastung, mehr Kunden. Das sind so die Öffnungsschritte, über die derzeit verhandelt wird, die als wahrscheinlich gelten und die in einer knappen halben Stunde präsentiert werden sollen. Zu den heutigen Gesprächen sind alle 9 Landeshauptleute erschienen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Warum ist denn das Interesse heute so groß? Naja, es ist natürlich immer feiner und angenehmer, Öffnungsschritte mitzubeschließen, zu präsentieren. Auch der Wiener Bürgermeister und der steirische Landeshauptmann sollen dann an dieser Öffnungspressekonferenz teilnehmen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass die Landeshauptleute schon auch noch 2 Forderungen eigentlich unisono im Gepäck haben. Das betrifft einerseits Regeln für Vereine, für Musikvereine, für Chöre, dass da Proben wieder möglich sein sollen. Das sieht so aus, als würde die Quadratmeterbeschränkung gänzlich fallen. Das heißt, man könnte dann mit der 3G-Regel, also genesen, getestet, geimpft, als Chor wieder gemeinsam eine Probe machen. Das ist eine Erleichterung, um das Vereinsleben gerade am Land wieder zu beleben. Und das andere ist ein bisschen formalistisch. Da geht es um die Einreiseregistrierung, wenn man nach Österreich wieder zurück einreist, beispielsweise nach dem Pfingsturlaub aus Italien haben wir das gesehen. Da gibt es Formulare auszufüllen. Das ist relativ aufwendig zu administrieren. Und auch da fordern die Landeshauptleute geschlossen Erleichterungen, deswegen hier doch noch ein persönliches Gespräch und eine Ausarbeitung der Details. Die Landeshauptleute fordern geschlossene Erleichterungen, aber gibt es denn jetzt niemanden mehr in Politik oder Wissenschaft, dem dieses schnelle Öffnen irgendwie ungeheuer ist und der ein bisschen zur Vorsicht mahnt? Nicht wirklich. Was ich aus Verhandlerkreisen direkt vom Gipfel gehört habe, ist, dass die Experten, die hier aus den unterschiedlichen medizinischen und wissenschaftlichen Fachrichtungen dabei sind, durchaus den Regierungsplan mittragen. Vielleicht sogar noch der ein oder andere größere Öffnungsschritt möglich ist. Das könnte zum Beispiel die Maskenpflicht betreffen, dass es hier Lockerungen gibt, nicht nur im Freien, wie es ja angedacht ist, sondern vielleicht, dass man in manchen Bereichen auch wieder von der FFP2-Maske abgehen könnte auf Mund-Nasen-Schutz. Wäre natürlich auch gerade eine Erleichterung für die Menschen, die in Gastronomie und beispielsweise auch in der Kultur arbeiten, die da sehr viele Stunden und auch im Handel sehr viele Stunden diese dichten Masken tragen müssen. Also über dieses Thema wird zum Beispiel noch gesprochen und je nachdem, wie da auch die Experteneinschätzung ausfällt, könnte auch hier sozusagen ein stufenweiser Lockerungsplan in Kraft treten. Also es wird durchaus spannend, ob wir da nicht noch den einen oder anderen größeren Öffnungsschritt, als ich ihn hier jetzt vorab in Erfahrung bringen konnte, sehen werden in wenigen Minuten. In etwas mehr als 20 Minuten werden wir alle Details von der Bundesregierung selbst erfahren. Matthias Westhoff, vielen Dank für diesen Bericht.